Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Würdest du dich als Verleger bezeichnen? Ach, weißt du, mir war das eigentlich immer scheißegal, als was du mich bezeichnest. Das macht es zwar ein bisschen schwieriger im Geschäftsleben, wenn du nicht auf die Karte schreiben kannst, ich bin das oder das oder das. Aber wenn es einen Beruf gibt, der hieß Geschichtenerzähler, dann würde ich das wahrscheinlich sehen. Denn ich finde, es geht immer um Geschichten erzählen. Egal, ob du ein Magazin machst oder ein Cartoon zeichnest oder irgendeine Strategie entwickelst, ein Marketingkonzept, es geht um Geschichten. Kurze Geschichten, lange Geschichten, bunte, schwarz-weiße, dicke, dünne. Aber es sind Geschichten und ich glaube, das können die wenigsten Redakteure, Verleger derzeit Geschichten erzählen. Ja? Und ich glaube, das machen wir hier ganz gut in unserem kleinen Käffchen hier. Was müssen die kleinen Würstchen anders machen? Was machen Sie anders? Na, ich glaube, die kleinen Würstchen machen gar nicht so viel Verkehr. Die machen halt einfach ihr Ding und tun es auch oft ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist eigentlich etwas, was mit einer gewissen Überzeugung heißt, an die Sachen ranzugehen. Und ich glaube, sie glauben halt einfach an eine Idee, die sie haben. Und das vermisse ich schon bei großen Verlagen oder Medienunternehmen, dass die Menschen, die das Unternehmen leiten, eigentlich oft gar nicht mehr an ihre eigene Sache glauben. Ja? Und wenn, was weiß ich, mit dem Verkauf von Babysöckchen 80 Millionen im Jahr machen würde, dann siehst du den sofort Babysocken verkaufen. Unterstelle ich jetzt mal. Ja? Und so gibt es wahrscheinlich ganz wenige, die Großverleger oder Großmedienfuzzis sind, die tatsächlich noch so ganz stark an ihre Zeitschriften oder Formate oder das, was sie eben verkaufen, glauben. Und das tun, glaube ich, kleine Verleger oder Sender oder wie auch immer eher. Glaubt ihr denn noch an Print? Ja, natürlich, sonst würden wir das doch nicht machen. Was ist das für eine Frage? Also, ja, klar, nee, ich mache das hier, weil ich irgendwie eigentlich lieber einen Puff eröffnen würde. Nein, ich glaube an Print. Ich glaube daran, dass es möglich ist, Papier schöner zu machen, gedrucktes Papier schöner zu machen, dass man eben, ich komme wieder auf das Geschichten erzählen, weil das haben wirklich viele verlernt in ihren tollen Überlegungen. Ich muss irgendwie gewährleisten, dass mit einer App ich aktiv informiert werde, dass auf Twitter jetzt die Info kommt, auf meinem Blog ist eine Verlinkung zu einer Sache, die aber eh schon Tausende gesehen haben. In dieser Welt haben viele, glaube ich, verlernt, Geschichten zu erzählen. Und wenn du Geschichten gut erzählst und bilderst, dann ist es etwas, wo jemand bereit sein sollte, auch dafür zu bezahlen, in welcher Form auch immer. Vielleicht kann man damit keine, also wir sowieso nicht, aber irgendein Verlag X keine 20 Millionen Umsatz mehr machen, sondern nur noch 10 und ja, okay, dann ist es halt so. Dann ist es eben anders als früher, aber trotzdem lebt es und macht Spaß und bietet neue Möglichkeiten. Ja.